Verschiedene QSIS-Geräte wie der Core 110F haben eine einzigartige Audiotechnologie, genannt Flex Channels, die es dem Administrator erlauben, eine Verbindung als Input oder Output festzulegen. Der Core 110F hat zum Beispiel 8 von diesen Flex Channels, zusätzlich zu den 8 analogen Inputs und den 8 analogen Outputs. Schauen wir uns kurz an, wie die Richtung dieser Flex Channels in der QSIS Designer Software festgelegt wird. Wir fangen damit an, unsere Flex-In- und Flex-Out-Komponenten aus dem Inventory in unser Schematic zu ziehen. Auf den ersten Blick schaut es aus, als gäbe es 8 Input- und 8 Output-Kanäle. Aber jeder von diesen Pins kann entweder als Flex-In oder als Flex-Out definiert werden, sodass nur eine dieser Komponente zur gleichen Zeit aktiv ist. Ihr könnt diese Auswahl im Control-Panel treffen, also klicken wir mal doppelt auf die Komponenten. Ich starte auch den Emulation-Mode, damit ich diese Einstellungen festlegen kann. Die erste Reihe zeigt die Richtung jedes Kanals an. Wenn das blaue Licht hier im Flex-In-Control-Panel leuchtet, ist der Kanal als Eingang ausgewählt. Wenn wir jetzt zum Flex-Out-Control-Panel gehen, sehen wir, dass die Lichter aus sind. Wenn wir Channel 1 als Output aktivieren, geht das Licht im Flex-In-Panel aus. Jeder Kanal kann also nur in einem Control-Panel zur gleichen Zeit aktiv sein. Außerdem können diese Knöpfe nur aktiviert, aber nicht durch nochmaliges Klicken deaktiviert werden. Um Kanal 2 als Input zu deaktivieren, müssen wir ihn als Output aktivieren. Aber passt auf, weil das Ändern dieser Einstellungen nicht die Anzahl der Pins einer Komponente ändert. Wenn ihr nicht vorsichtig seid, könntet ihr zum Beispiel ein Audiosignal auf einen Flex-Out-Channel legen, der als Input definiert ist. Das war's! Wenn ihr für jeden Kanal entschieden habt, ob er ein Input oder Output ist, kümmert sich QSIS um die Konfiguration dieser Verbindung. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.